Der zweite Verhandlungstermin, bei dem über eine Erhöhung der Löhne und Ausbildungsvergütungen der K&U-Bäckerei-Mitarbeiter diskutiert wurde, ist ergebnislos abgebrochen worden. Grund dafür sei laut der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten ein zu geringes Angebot der Arbeitgeberseite. Diese bot ab dem 1. April 2021 eine Steigerung von 1% und ein Jahr später weitere 1,2% an. Laut der NGG-Tarifkommission würde dieses Angebot die Arbeit der Beschäftigten nicht genügend wertschätzen. Deswegen fordern sie eine Entgeltsteigerung um 5% bei einer Laufzeit von 12 Monaten.